Wunderbar, schön gemacht. Marco, jetzt auf P3. Oh, das war ein bisschen laut. So, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, man hört mich gut, meine Stimme hört mich gut. Ich sehe auch mein Streamhampelt mal wieder. Das tut mir leid, kann ich jetzt nicht ganz groß ändern. Ich hoffe, er fängt sich wieder. Vielleicht hat das auch alles mit dem Sturm zu tun. Ich begrüße euch trotzdem erstmal zum ersten Ligarennen in der Afterwork Liga 1, Saison 13 ist angeläutet. Heute auf Lago Maggiore Ost 2. Wie ist schönes Wetter, während bei uns in Deutschland so langsam der Sturm tobt. Es tut mir leid, ich hoffe, der Stream fängt sich wieder oder meine Upload fängt sich wieder. Kann ich jetzt im Moment nicht groß ändern. Hab auch schon einen Stream neu gestartet. Vielleicht fängt sich das auch alles wieder, Leute. Deswegen erstmal eine kleine fette Entschuldigung. Um 8 Uhr in 5 Minuten sollte es losgehen. Ich hoffe, es gibt sich gleich. Ich sehe es ja, dass der Stream ganz schön im Moment wackelt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch am Sturm, aber ich glaube nicht. Nun gut. Es ist ärgerlich. Naja, gut. Dann ziehen wir trotzdem so ein bisschen durch. Vielleicht fängt er sich wieder. Ist ja öfter mal so. Ärgerlich ist es schon. Trotzdem begrüße ich euch nochmal. Ich mach mal einfach weiter. Gut. 5 Minuten haben wir noch. So, dann kicken wir mal, wer alles neu in Liga 1 ist. Da sind ja so einige, denn Kani Halli hat aufgehört. Vorerst mal, er hat die Meisterschaft gewonnen in Liga 1, den Platz 1, und hat dann erstmal sich verabschiedet. Wird hoffentlich auch mal irgendwann wiederkommen. Dann hat Ratzeking sich verabschiedet, der die Liga 1 ja auch schon des Öfteren gewonnen hat. Ja, da sind einige neue bei. Zum Beispiel Le Mans, Paddy. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Ich hätte gerne die Internetseite noch, aber die ist nun auch dicht. Die ist auch zu. Gut, daneben an seht ihr die Autowahl der Liga 1. Ich hoffe, ihr hört mein Stimmchen gut. Und es ist nichts zu laut. Oder ich müsste irgendwas lauter stellen. Dann müsst ihr mir das mal gerade mitteilen, ihr Lieben. Es
scheint mir, dass es eine interessante Saison wird. Mal gucken, wer sich hier durchsetzen wird. Einen kleinen Favoriten habe ich. Den möchte ich jetzt aber nicht nennen, weil ich möchte keinen Druck ausüben. Nein. Schauen wir mal so die ersten zwei Rennen und dann werden wir sehen, wie sich das so ein bisschen rauskristallisiert. Oh, da kackt auch schon die Leitung ab. Uiuiuiui. Ich hoffe, ich bin das nicht. Na, geht ja gut los. Ja, das war meine Wenigkeit. Ich bin da gerade rausgeflogen. Nee, das war Liga 5. Scheiße. So, einen kleinen Moment. Wir sind da gleich wieder drin. Erstmal mein Auto. Ich bin ja heute ein bisschen rumgedüst. Komm, 2 Minuten. Bist noch da. Alles klar. Hi, Bud. Grüß dich. Mal gucken, was ich für ein Auto kriege. Ich glaube, die Lobby ist gecrashed. So, das übliche schnelle Prozedere. Einmal das. So, die sind ja eigentlich alles gelöscht. So, dann gehen wir mal hier hin. So, da ist die Liga neu. Ich schätze mal, die Lobby ist zusammengecrashed. Dann schauen wir mal, das, was jetzt hier durchkriegen. Und ich sehe auch, mein Stream hakt nach wie vor, aber nicht mehr so extrem. Ach, wieder ärgerlich. Kann ich jetzt aber leider nicht ändern. Aber ich ziehe einfach durch. Oh, kein Ton. Moment. Da hat sich wieder was umgeschaltet. So, da haben wir den Ton auch gleich wieder. Immer die ersten Probleme des ersten Rennens. So kennt man es. Gut, zeitentechnisch auf dieser Strecke. Ich sage, wir sehen eine sehr, sehr hohe 16er Zeit. Wir haben auch, ich sehe jetzt gerade, wo Kaliber hier reingeschneit kommt. Wir haben 2 Kaliber. Einmal von Triple X und dann einmal von Noda Racing. Wenn wir hier auf Pavel sind, ist ja auch von Nola Racing, dann haben wir das Flash Racing Team, 2 Fahrer drin, Triple X Fahrer, Nola Racing Fahrer, UGT Fahrer haben wir hier drin. Und dann lass uns mal gucken. Eigentlich gibt es jetzt, glaube ich, bestimmt eine kleine Verzögerung, denn es ist nämlich 8 Uhr. Da sollte dann gleich das Qualifying losgehen. Und ich begrüße euch nochmal zum ersten Rennen. Ich hoffe, ist immer die Frage, passt der Ton so? Hört man mein Stimmchen auch ganz gut? Oder sollte ein bisschen vom Mikrofon weggehen? Ja, meine Tastatur funktioniert wenigstens. Lassen wir uns mal überraschen hier heute. Kurze Strecke. Und wir gehen die Strecke auch gleich einmal durch, wenn das Qualifying begonnen hat. Dann setzen wir uns mal, wer als erstes über die Ziellinie raus, setzen wir uns mal rein. Und ich versuche dann mal die Strecke zu erklären. So, da schreibt Plattfuß auch schon, dass es wohl losgehen soll. Ich hoffe, das gibt sich so langsam mit meiner Leitung. Oh, es ist einfach nur ärgerlich. Ich sehe es gerade auf mein Handy, es rackelt ganz schön. Sorry, aber ich ziehe einfach durch. Wenn es einfach zu extrem wird, dann tut es mir leid, dann beende ich den Stream. Ich weiß im Moment auch nicht, woran es liegt. Eigentlich ist alles okay. Muss ja nicht immer an mir liegen. Kleinen Moment.
Ich sehe es schon. Mein Upload ist total niedrig. Ich sehe es gerade. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Hi, Grabcore. Grüß dich. Einfach durch. So, die Quali sollte jetzt so langsam, aber sicher beginnen. Er sollte umschalten. Wir sind auch schon vom Fabel mal hier so gerade im Warmfahren. 1:16.833. Einer fehlt. Das kriegen wir den. Ich guck mal, wer da fehlen wird. Jemand hat auch für heute, glaube ich, an der Schröd, aber der hat gesagt, der kommt noch und müsste nach dem Rennen dann auch gleich weg. Hi, Grabcore B-Stretch, grüß dich. Es wird heute ein Zitterstream. Das tut mir leid, Leute. Aber vielleicht fängt sich ja alles gleich. Oder sonst wird es für mich eng, richtig. Er schreibt auch gerade, er ist da. Wir gucken mal gerade in die Liste. So, da gucken noch welche zu. Ob ich erkenne, wer fehlt. Schwer zu sagen. Nee, doch nicht. Shit, ich dachte, ich hab's erkennen können. Wenn ihr das im Stream wisst, wer fehlt hier in der Liga 1, dann sagt mal ganz schnell Bescheid. So, da ist Kaliba. Der hat diesmal, sehen wir, den Atenza gewählt. Ist ja auch mein Lieblingsauto. Dem ich auch sehr, sehr gerne rumdüse. Gucken wir mal. Coach. Ich habe ja eingeblendet. Warte mal, kann ich euch nochmal zeigen. Autowahl. Und dann nochmal kurz die Fahrer. Dann gucken wir mal, ob ich... So. Da geht's los mit dem Quali. Ich lass das mal gerade noch drin. Ob ich mir das alles merken kann. Ich habe da nochmal kurz die Autowahl gesehen. Okay, dann lass uns mal zum Quali. Oben rechts seht ihr es. Da ist dann die Zeit, die Quali. Wie sie dann abläuft. Die machen sich jetzt erstmal auf den Weg. Die sind gerichtet. Damit man auch die Reifen sieht. Mago hat es als erster rausgeschafft. Bei ihm bleiben wir dann auch, denn die Strecke ist ja nicht lang. Wie gesagt, 1,16er hoch. Und vielleicht sehen wir noch die 15er. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wenn der Sprit etwas leerer wird, könnte es sein, dass wir die sehen. Aber ich will es nicht beschwören. Ich liege ja meistens mit meinen Prognosen immer so ein bisschen daneben. Aber es würde mich nicht wundern. Hier ist zum Beispiel Le Mans. Noch was zu sagen. Triple X, Quatsch. Flash Racing Driver. So, auf geht's. Und wir setzen uns mal rein, um einmal die Strecke zu zeigen, komplett. Und wo die Schwierigkeiten noch sind. So, nach dem Start hier wird es natürlich hier erstmal der erste Knackpunkt sein. Diese Linkskurve, wo man den Wagen wirklich rumlaufen lassen muss. Bremspunkt ist beim Anfang des Curbs oder diese Linie, die da ist. Dann mit aller Karacho hier lang. Und diese Kurve, die rechts sollte man mit 200 mimen können. Macht er auch. Jetzt runter. In die rechts. So, und dann kommt diese langgezogene Linkskurve. Und hier kann man mächtig Zeit liegen lassen.
Also das wird so ein, das kann ein direkter Zeitfresser werden, hier diese Ecke. So, die muss man jetzt ein bisschen langsamer nehmen. Wenn man Lago Maggiore andersrum fährt, kann man die schneller nehmen. Ist einfach die Tatsache, weil die Geschwindigkeit hier höher ist. Das geht hier voll. Der geht hier vom Gas. Also die Strecke, die geht eigentlich voll. So, dann die Links-Rechts-Kombination. Und jetzt hier muss man wieder aufpassen. Sonst hängt man da links, wo er ganz, ganz knapp vorbeigedüst ist. Nämlich dann in der Wand drinne. Gut, die erste Zeit ist gesetzt. Eine 17er von Mago. Aber die wird gleich wahrscheinlich schon geknackt werden. Da ist schon eine 16,4 von Kaliber Nola Racing. Pavel schließt sich dann auch mal gleich mit an. Also werden wir definitiv die 15er sehen. Das ist der Hammer in der Liga 1, muss ich schon sagen. Hammermäßig. So eine Zeit, eine 15er Zeit hinzudonnern. Irre. Gut, Mago lässt es schon mal, ist schon mal auf Platz 8 zurückgerollt. So, Kaliber ist hier in die 1. Jetzt sind wir bei Mr. Krebs mal dabei. Aston Martin, wieder das meistgewählteste Auto bei Afterwork Motorsport. Ganz klar. Gucken wir mal. Mr. Krebs hat eine 17,1. Also muss ich sagen, das ist nicht schlecht. Wirklich, das ist nicht schlecht, die Zeit. Also ich bin da nie gewesen. Muss ich auch nicht. Ich muss ja nur streamen. Aber ich fahre trotzdem mal ganz gerne. Wenn Mr. Krebs jetzt hier mal so einen kleinen Ausflug hat, dann gehen wir mal zu ihm. Paddy kommt jetzt reingeschneit. Jetzt aber flott, mein Paddy. Da haben wir es mit der Corvette. Und wer sich dran erinnert, da war was. Ja, ich kriege demnächst ein T-Shirt. Und da steht drauf, eine Viper ist keine Corvette. Weil ich, ja, lange Geschichte. Wollen wir mal gucken, ob ich... Aber ich werde es dann in den allgemeinen Chat, in der Afterwork Discord dann reinsetzen. Das T-Shirt, was ich von Magus Tochter bekomme. So, da ist Kaliber. Von Nola Racing, Kaliber 50. Und der hat den Subaru sich gewählt. Finde ich kein schlechtes Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich auch mal sehr, sehr gerne gefahren. Das Teil ist sehr stark in den Kurven. So, Coach ist im Moment auf der 2 mit einer 16,6. Das ist nicht schlecht. Auch nicht weit entfernt. Hat sich diesmal auch für den Atenza entschieden. Ist ja auch so ein richtiges Kurvenmonster. Der Atenza, muss ich ja schon sagen. Dann Don Italia hat wieder seinen Aston gewählt. Ist im Moment auf Platz 3. Natürlich spricht die Strecke hier für den Atenza. Weil der, ja, wie alle wissen, ist ein Kurvenmonster. Gut, aber vielleicht lassen wir uns eines Besseren belehren. Dann haben wir hier zum Beispiel den Wayne. Letzte Saison auch sehr, sehr stark dabei. Also nicht zu unterschätzen. Muss aber auch noch ein bisschen was zulegen, obwohl die Zeit finde ich schon mal top. Eine 1:16.941. Das ist schon mal Wahnsinn. Die Zeit finde ich, die ist nicht schlecht. Während ich sehe, dass mein Stream gerade wieder komplett runtergeht, müssen wir heute durch. Ich hoffe, wenn es mal hakt, seid nicht allzu böse. Hauptsache, man kriegt alles gut mit. Ich hoffe, dass sich das gleich wieder alles ein bisschen einpendelt. Scheint aber nicht mehr so extrem zu sein. Gut. Dann, wie viele Minütchen haben wir denn noch? Wir haben noch 13 Minuten, sehe ich gerade. Gut. Schnüffeln wir mal ein bisschen. So, da haben wir den Doktor. Wir gucken mal, wie viele Fahrer da sind. Sind alle da? Paddy Bike noch nicht da. Ups, wenn ich eben gerade noch mein Mikrofon hier durch die Gegend schmeiße. Fury Spielecke mit einer 18,3. Paddy macht sich jetzt erstmal auf die Socken. Wo ist er denn? Das ist auch sein absolutes Lieblingsauto. Der Nissan GT-R fährt er sehr, sehr gerne mit. Wir gucken mal, wie zeitentechnisch er jetzt unterwegs ist. Er ist auf der ersten Runde. Sorry.
Lass uns mal gucken. Gleich geht er über Start und Ziel. Wird jetzt rübergehen. Und dann gucken wir mal auf die Zeit. Eine 17.1. Bringt ihn im Moment jetzt auf Platz 10. Donitalia hat denn eine 16.1 jetzt mal hingedonnert. Wie man sieht, hat er auch freie Bahn. Starke Zeit, also definitiv, wir werden die 15er sehen. Also lag sich ja gar nicht mal so falsch. Kaliber von Triple X auf Position 2. Er ist auch schon wieder auf einer schnellen Runde. Hinter ihm ist der Wayne. 73.000stel, aber das hat ja noch nichts zu sagen. Gucken wir mal. Jetzt durch die lange Links. Durchs riesengroße Nadelöhr. Und dann geht er jetzt gleich durch die Zeitrechnung. Da oben ist das Schild. Mago und... Nein, hat er jetzt ein bisschen verloren. Mal gucken, ob Wayne auch ist noch auf einer Boxenrunde. Pavel nach wie vor auf der 3. Und sind alle draußen. Dann können wir mal kurz in die Echtzeit gehen. Damit ihr mal seht. Und Donitalia ist schon wieder im Sektor 3 auf lila Zeit unterwegs. Schauen wir mal gleich, ob es eine neue Bestzeit geben wird. Also 16er Zeiten bis Platz 8 erstmal. Und dann kommen die 17er, eine 18er von Freeries Spielecke. Also es ist schon Wahnsinn, was hier für Zeiten hingeknallt werden. Das ist schon erstaunlich. Während Pavel sich jetzt mal hier neue Schluffen holt. So, dann unser Lobbyhorst, Plattfuß. Mit dem BMW von Triple X. Ist im Moment auf einer schnellen Runde. Jetzt konzentrieren wir uns mal langsam auf die Zeiten. So, ist 114 besser. Reicht aber noch nicht, um Coach einzuholen. Und dann gehen wir mal gleich, will ich mal hin zu Le Mans. Kurve definitiv langsamer. Diese links und jetzt die rechts. Aufpassen. Nimmt sie ziemlich eng. Ja, da hat man Respekt vor, dass man da nicht in die Wand donnert. So, 6. Und Plattfuß holt sich jetzt erstmal den Platz 5. Und ich wollte doch eigentlich mal hier hinten hin. Ist denn Le Mans? Da ist er. Ist im Moment noch auf einer Boxenrunde. Seine schnellste Zeit eine 1:17.663, während Doktor hier mal Platz macht. Wir werden gleich mal auf diese Boxenrunde gehen. Wir gehen mal zu ja, schon wieder 38.000stel. Sind wir hier bei Kaliber. Kaliber 44, muss ich jetzt ja immer sagen. Weil wir haben zwei Kaliber drin. Kaliber 50 und Kaliber 44. Kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Schauen wir mal. Seht ihr, um was man in dieser langgezogenen Linkskurve alleine verlieren kann? So, Pavel, da läutet schon mal Best auf. Die lila Zeit. Bleiben wir auch mal kurz hier. Gehen wir noch einen Schritt runter. Jetzt kommt die zweite Zeitrechnung. Hui, hui, hui. Wenn er dabei bleibt, dann haben wir fast die 15er. Jetzt muss der Rest klappen. Ja, hat er nicht ganz voll genommen. Jedenfalls, ich bin da immer voll durchgegangen. So, jetzt die noch. Jetzt muss ich aber sagen, das war knapp. Das war knapp. So, nee, hat er Zeit verloren, aber verdrängt. Kaliber 44 von Platz 2. Donitalia nach wie vor mit der schnellsten Zeit. Gucken wir mal, was er macht. Ob er wirklich die 15er knacken will. Und dann passen wir jetzt so ein bisschen auf, denn es geht in die letzten 8 Minuten jetzt in dem Qualifying.
Ui, okay, das lassen wir dann mal. Gucken wir mal weiter hinten, was Coach macht. Warten wir bis zu seiner nächsten Zeitrechnung, ob er sich da verbessern kann. Jeweils fast eine halbe Sekunde langsamer als sein Teamkollege Don Italia. Leute, könnt ihr mal bitte auf der Strecke bleiben? Hat natürlich jetzt versucht, da in dieser Kurve alles rauszuholen. Gut, Wayne ist in der Box. Dann gehen wir mal zu Mr. Krabs, der jetzt loslegt. So, hier rum. Und dann warten wir mal bis zur ersten Zeitrechnung, wie es da ausschaut. Mal gucken, mit wie Speed er jetzt diese rechts nehmen wird. Über 200 müssen es sein. Oh, das ist schnell. Und, ihr habt es gesehen. Eine lila Zeit. Jetzt ruhig bleiben. Ist immer schwer gesagt, ne? Als Teamer kann es halt so leicht sagen. Wunderschön genommen hier. Die hat er jetzt richtig Maß genommen, finde ich. Das war nicht schlecht. Jetzt zeigt es uns oben. Jo. Das würde ihn jetzt so ein paar Plätze nach vorne spülen, wenn er das jetzt mitnehmen kann. Die hat aber jetzt mächtig eng genommen. Bleiben wir noch bis zur Ziellinie bei ihm und der Scheibenwischer. Man sagt wirklich, dass der Wagen dann besser liegt. Ich habe es ein paar Mal gehört. Er soll besser liegen. Naja. Okay, gut. Und rüber geht's. Ja, bringt ihn jetzt erstmal auf Platz 7, während Wayne auf Platz 8 ist. Der noch auf einer Boxenrunde ist. Was macht das hintere Feld? Paddy ist auf einer schnellen Runde. Ich weiß, dass Paddy schnell sein kann. Seine Bestzeit bisher eine 17er 036. Na, das ist die Kurve. Was macht dann mein Teamchef? Da waren wir ja noch gar nicht drauf. Auch eine 17er 069, während Don Italia immer noch eine 116 138er hat. Noch 5 Minuten, jetzt geht's in die Endphase. Le Mans geht jetzt rüber. Bleiben wir kurz da. Nein. So, Tom Stark macht jetzt Platz, damit er keinen behindert. Die Spielecke, da ist jemand draußen, da ist jemand nicht auf der Strecke. Eben waren es noch 15. Wir jetzt mal zu Pavel schneien. Der müsste gleich mal durchgehen. Und. Da ist eine dicke, fette, lila Zeit. Dass, wenn er das durchbringt, die 15er anläuten würde. Sehr gut. Die hat er gut genommen. So, jetzt kommt es drauf an. Jetzt geht er durch die zweite Zeitrechnung. Da hat er liegen lassen. Aber es ist noch Zeit, noch 2 Runden oder 3 Runden jetzt hier zu düsen. Don Italia hat nochmal nachgelegt mit einer 1.16.078. So, jetzt die nochmal ordentlich kriegen. Und dann nochmal auf ein neues. Okay. Holt sich wahrscheinlich nochmal neue Reifen. Kaliber ist auf eine Boxenrunde. Dann Kaliber 50. Gucken wir mal, ob wir dabei bleiben müssen. 105. Das würde ihn jetzt vor Kaliber bringen. Warten wir bis zur zweiten Zeitrechnung. Da wird er dann gleich hin dackeln. Ging relativ schnell. Mal gucken. Er ist noch schnell unterwegs. Da sind ja, ist ja noch eine gute Auslaufzone. Da, wo man noch mal rüber kann. Mal gucken wir jetzt die restlichen. So, jetzt links, rechts. Schön genommen. Muss ich schon sagen. Schön rüber. Und jetzt nochmal hier volle
Hatte ziemlich eng. Okay, tschüss. In die Box, du warst schneller unterwegs. Dann Wayne jetzt auf der 7. Wir gucken nochmal alle rauf. Ja, sind alle draußen? Nee, einer ist in der Box. Ab, wenn wir hier noch bei Wayne sind. Ist langsamer unterwegs. So, sind alle draußen? Dann können wir noch mal ganz schnell in die Echtzeit gucken. Da seht ihr es noch mal. Donitalia nach wie vor. So, ab Platz 2 wird alles enger. Aber sowas von. So, im Moment haben wirklich alle 10er, also wirklich 16er und 17er Zeiten. Das ist schon der Wahnsinn, was hier für Zeiten in der Liga 1 im Moment gedonnert werden. Meine Fresse. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles so ein bisschen mitgekriegt, wo eure Teamkollegen stehen. Und jetzt haben wir noch eine Minute. Gut. Donitalia geht nochmal auf die Schnelle. Pavel ist schon wieder auf einer Bestzeit unterwegs. Dann bleiben wir mal hier, ob er die mitgenommen hat. Im Moment seine Liederzeit. Es ist ja meistens so, dass man in der ersten Sektor viele, viele Lieder haben. Dann kommt es auf den Rest der Strecke an. Jetzt gucken wir nochmal. Da hat er es wieder verloren. So, gucken wir nochmal zu Kaliba. Also die 15er Zeit ist fast angekratzt und Pavel hätte die 15er Zeit schon auch, hätte er es durchgebracht, auch geknackt. Aber wie gesagt, lieber 44. Nein. Gucken wir mal. Wayne geht in die Box. Schröd lässt es auch. Tomczak hätte noch Zeit. Gucken wir mal. Deutlich langsamer. Wer ist denn noch unterwegs? Donitalia hat sich schon mal hingestellt. Pavel hat die Zeitstrafe. Kaliba. Mein Coach kommt noch mal rum. Gucken wir mal. Nee, das war eine Elfer, wo er rumgegangen ist. Aha. Es sei denn, es täuscht mich jetzt. Ja, hat aber noch mal den, hat seinen Teamkollegen noch mal verdrängt. So. Plattfuß ist 5. Gut. 2-1-0. Und damit ist das Quali vorbei. Oder jetzt ist aber fix. Fängt sofort mit dem Finale an. Okay, ich wollte noch eine rauchen. Die werden sich wohl so alle geeinigt haben wegen Schröd. Weil der muss jetzt zur Arbeit. So, jetzt aber flottig. Okay. 46 Runden. Man kann ja kaum mehr Luft atmen. Ich glaube, man hat sich so geeinigt. Vielleicht wurde das in... Okay, die gehen raus. Sorry. Er hat die Taste tatsächlich gedrückt. Ist ja nicht zu fassen. Pause. Hier stimmt was nicht. Okay, wie ich am Anfang des Streams schon gesagt habe, 5 Minuten Pause. Ich hau euch mal den Trailer rein und dann hören wir uns gleich wieder. Can I be your superhero? Superhero. Danke an die Sponsoren der Afterwork Racing League, ohne die Liga in dieser Form gar nicht möglich wäre. Ihr vermisst Seat im Spiel? Dann wendet euch an das Seat Autohaus Salzchecker, eurem kompetenten Ansprechpartner rund zur Automarke Seat. Gran Turismo ist schon hot, aber euch fehlt noch die richtige Würze im Spiel? Dann wendet euch an das Gewürzmalwerk von Marc Neuhaus mit seinen handverlesenen, handgemahlenen, exklusiven Gewürzmischungen. Ihr verbringt zu viel Zeit vor Gran Turismo? Dann besänftigt eure Frau und Kinder mit einer Kleinigkeit. Seht mal nach unter www.neophobica.com. Und zusätzlich zu unseren Hauptsponsoren bedanken wir uns noch bei den weiteren finanziellen Unterstützern der Afterwork Racing League.
Auch du möchtest die Afterwork Racing League unterstützen? Dann nimm einfach mit uns Kontakt auf unter www.afterwork-motorsport.de. So, wie ihr seht, muss Plattfuß jetzt von Hand einstellen, dadurch, dass er das Rennen gestartet hat. Ups. Oh Mann, hier so viel Kabel. Aber ich sehe, mein Stream hat sich gefangen. Ein Glück. Die Leitung scheint jetzt stabil zu sein. Und wie ich schon gesagt habe, immer dieses anfängliche Problemchen des ersten Rennens. Ist nach 20 drüber. Hier wird gerade diskutiert. Da ist noch jemand nach der Quali über die Ziellinie gegangen. Warten wir, dass es gleich losgeht. Ich hoffe, man hört mich gut. Meine Stimme hört man gut. Und ich hoffe, dass es dann gleich losgeht. Wenn wir hier mal bei Pavel sind. Noch diskutiert. Hier ist Le Mans. Ja, wo, um eine kleine Geschichte zu erzählen, warum Le Mans Le Mans heißt. Und zwar, wo Le Mans zu den Flash Racern kam, also zu dem Flash Racing Team, war sein erstes Rennen in Le Mans. Und soweit ich mich erinnern kann, ist da irgendwas gewesen, was er nicht wollte, was ihn auch so ein bisschen geärgert hat. Und dadurch hat er den Namen Le Mans genommen von dieser Strecke Le Mans. Seitdem heißt er so. Sieht man ja an der Flagge aus Russland. Bei ihnen ist es jetzt auch so ein bisschen später. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, eine Stunde weiter oder so. Und steht neben seinem Teamkollegen Paddy. Warten wir jetzt einfach nur. Entschuldigung, ich trinke gerade was. Jetzt verzögert sich das natürlich alles so ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt Geduld. Sie schreiben auch gerade.
ob es... Jetzt gibt es hier nicht einen kleinen Disput. Aber naja. Dann sollte es wohl gleich losgehen mit 46 Runden. Habt noch ein bisschen Geduld, ihr Lieben, bevor es hier losgeht. Beim ersten Rennen der Afterwork Liga 1. Ich schalte mal so ein bisschen rum. Da ist Plattfuß, der Lobby. Horst, Donitalia, der auf Platz 1 ist. Schröd schreibt 10. Der steht auch so ein bisschen unter Druck. Der muss heute noch zur Nachtschicht. Coach, der Chef von Triple X mit Kaliber, glaube ich, zusammen. Auch schon ein Team, was länger besteht und sich auch sehr, sehr gute Fahrer an Land gezogen hat. Sind auch in der NSL sehr gut vertreten. Mr. Krabs. Übrigens schöne Lackierung. Ich glaube von den Roadrunners. Obwohl man das, obwohl jetzt im Moment gerade durchsichtig ist. Ich hoffe, in den anderen Ligen klappt das alles. Blöde Leitung heute. Dann wollen wir mal hoffen, dass es dann gleich losgeht und meine Leitung sich wieder stabilisiert, während sie jetzt im Moment wieder mächtig schwankt. Kann aber auch jetzt eine Störung von Vodafone sein, wofür ich wirklich nichts kann. Die ganzen Tage war alles okay und wenn es dann immer mal losgehen soll, dann hat man diese Probleme. Ich bleibe einfach da, in der Hoffnung, dass die Leitung sich stabilisiert. Jetzt gibt es hier erstmal eine Verzögerung. Ich habe mal was runtergesetzt. Vielleicht bleibt der Stream dann stabiler. Könnte jetzt sein, dass ein bisschen die Qualität leidet. Aber ich habe was runtergestellt. Damit es nicht mehr so oft... Und da schreibt auch schon Schröd. Sorry, ich bin raus. Muss noch in die Nacht, Jade, sonst schaffe ich es nicht. Viel Spaß. Schade, schade. Einer weniger jetzt. Ich hoffe, es stimmt jetzt. Also, läutet er schon mal an. Wenn die anderen sich jetzt noch ein bisschen warm gefahren haben. Und ich mache es mir jetzt mal so ein bisschen gemütlich.
Ich hoffe, dann sehen wir ein tolles Rennen. Genau, alles gut. Dann lasst uns mal anfangen. Und Platzus wird jetzt das Finale starten wollen. Oh, ich habe rechts gerannt. Ist von den Roadrunners. Alle in Sektor 2. Jetzt bewegen sie sich dahin. Pavel schreibt, dass er Probleme hat mit der Strecke. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, der schreibt da fast immer vor dem Rennen. So, sie schwärmen aus. Und dann sollte es wirklich gleich losgehen. Hi, Teufelsfreund, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Schade, ja. Teufelsfreund auch nicht mehr dabei. War ja auch in Liga 1. Kann ich heute sagen, war so ein bisschen, habe ich immer so ein bisschen Auge drauf gehabt auf Teufelsfront. Hat auch sehr gute Rennen abgeliefert in der Liga 1. Muss ich mal sagen, Teufelsfront. Und dann hoffen wir, dass das jetzt hier mal gleich losgehen wird. Das ist schön. Das ist schön. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Bug. Was wäre es denn heute mal wieder richtig? So, da seht ihr nochmal die Startaufstellung. Donitalia auf 1. Ich glaube, es passt. Na, hoch hier. So, auf geht's. 46 Runden. So, jetzt passt das auch bei mir. Und ich sehe, alle sind gut weg. Auf geht's. 46 Runden. Jetzt der erste Schwierigkeitsgrad. Da hinten sind schon ein paar Gerangel. Und jetzt die erste Kurve. Wollen wir hoffen, dass sie da alle gut durchkommen. Da kommen sie rum. Ja, alles gut rum. So, die Fahrer nahmen mal schnell aus. Also, ich brauchte keine ZZ-Taste drücken. Während Tönnitzal seinen ersten Platz behauptet und Pavel ist hinten dran. Da schon ein bisschen Staub auf Wirbelei. Tönnitzal, oh, naja, gucken wir mal. Schon eine halbe Sekunde abgesetzt. Was macht das Mittelfeld? Und natürlich gucken wir auch gleich nach unten. Jetzt die erste Kurve, die langgezogene links, die ja nicht so einfach ist. Kann man ja auch mal einen schnellen Ausritt haben. Wenn wir hier bei Kaliber dabei sind, da düsen sie rum und dann ist gleich schon die erste Runde geschafft. Donitalia hat mit den kleinen Quersteher jetzt, was ihn natürlich jetzt auch Zeit kosten wird. Auf geht's zur zweiten Runde. Ja, Entschuldigung, ich sitze hier immer noch nicht richtig. So, da kommen die anderen angeschwirrt. Nicht schlecht. Ah, Mr. Krebs durchgesetzt. Gegenüber Kaliber jetzt auf der 6. Wayne ist die 8. Le Mans im Moment sehe ich die 9. Wenn wir auch ein bisschen weiter nach hinten gehen, mal gucken, wie da die Positionierungen sind. Und dann schneiden wir auch gleich wieder nach vorne. Hier ist ja der Vorteil, dass man sofort die gelbe Flagge sieht, wenn irgendwas passiert. So, Pavel bleibt im Moment auch dran an Donitalia. Jetzt sind wir hier beide 1. Alle noch ziemlich schön eng zusammen. Wenn wir jetzt hier auf Platz 3 sind, bei ihm, bei Coach. Mit den Atenza. Pass mal. So, jetzt geht es hier wieder ganz gefährlich rum.
aber alles noch keine große Lust, da anzugreifen. Erstmal jetzt die ersten, sag ich mal, die ersten 5-6 Runden erstmal gut überstehen. Wenn Wayne sich da jetzt schon mal so ein bisschen zeigt, der den Le Mans hinten dran hat. Ein bisschen weiter nach hinten. Ich habe bisher noch keine Schäden gesehen. Da kommen sie alle. Alle Mann. Mago hier auf der 12. Und da ist der Rest. Und Donitalia hat sich wieder ein bisschen Zeit verschafft. Ist auch für mich, jetzt kann ich es ja ruhig sagen, der Favorit in dieser Saison. Mal gucken, ob er es diese Saison schafft, den ersten zu machen, nach Saisonende. Lassen wir uns überraschen. Lieber Sonitalia, ein sehr starker Fahrer. So, Kaliber hat seinen Teamkollegen hinten am Heck. Rutscht mit dem BMW, der Plattfuß so ein bisschen. Moment, alle. Also keiner macht im Moment erstmal Anstalten, jetzt mal wirklich mal zu sagen, so, jetzt will ich mal vorbei. Also im Moment jetzt sortieren sie sich erstmal. Und Donitalia wieder Zeit verloren. Zu Pavel. Gehen wir mal. Da wollen wir nicht hin. Gehen wir noch ein bisschen runter. Coach ist schon fast eine Sekunde. Na, da jetzt holt er wieder Zeit auf. Nee, jetzt verliert er so wieder der Coach. Zu Platz 2, zu Pavel. Und Donitalia hat diese Kurve jetzt deutlich besser bekommen als Pavel. Aber in der Ruhe, wie man immer so sagt, erstmal gucken, dranbleiben, nicht die Zeit verlieren zu Platz 1. Hier bremst Pavel deutlich später. Man sieht es, hat die Kurve auch hervorragend gekriegt. Und dann wagen wir auch gleich mal ein bisschen durchs Feld zu gehen, aber ich springe mal hier hin. Zu Le Mans. Und vor ihm ist ein Dreiergrüppchen. Da die beiden und da bahnt sich was an. Mr. Krebs jetzt schon auf Platz 6. Nicht schlecht, arbeitet sich vor. Da ist dieser Fahrerpult. So, da sind wir jetzt mal dabei. Da sehen wir sie. Die 4. Wayne, Le Mans und das da hinten müsste Mago sein. Oder nein, ich glaube nicht. Das ist jemand von Nola Racing. Sehen ja fast alle gleich aus. So mal richtig rüber, übers Gras. Die parken sich auch nicht schlecht hier. Können wir noch ein bisschen weiter nach hinten schneiden. Nein, da auf der 11 ist Mago, der den Paddy jetzt im Genick hat, der langsam Druck ausübt auf Mago. Ah, jetzt läuft. Ja, es läuft. Und Paddy macht jetzt mal richtig Druck. Mal gucken, ob er jetzt gleich da mal vorbei will. An Mago. Natürlich mit dem Blick nach vorne. Aber die ersten 4 sind... Oh, oh, oh. Ich sehe da gerade was. Wir müssen mal kurz hier hin. Da... Geht er vorbei. Der Kaliber 50 geht an Kaliber 44 vorbei. Gucken wir uns das nochmal in der Wiederholung an. Da ist der Wiederholvorgang. Da haben wir es gesehen. So, schnell wieder zurück hier ins Renngeschehen, damit wir auch nichts verpassen hier. So, und setze ich auch gleich ein bisschen ab. Wo waren wir? Wir waren hier. Plattfuß setzt nach. Aber kommt immer mit seinem BMW so ein bisschen ins Rutschen. Dann hatten wir hier noch was. Mago jetzt auf der 12.
Ich gucke, ich muss auch nach unten gucken, ob da irgendwelche Schäden sind. Aber der hat... Da, Moment. Für Spielecke hier auf der 14. Sorry, ich bin ein so weit. Tomczak ist nämlich am Mago dran. Mal gucken, ob er jetzt in der nächsten Kurve ansetzen will. Ich sehe auch im Moment keine eng zusammen. Und dann gehen wir auch, steuern wir auch gleich wieder nach vorne. Jetzt macht Mago sich auch ein bisschen breit. Nur ganz nach außen. Tomczak. Ja, ein paar Quersteher hier heute mehr. Und wir gehen wieder nach vorne. Aber wir müssen wieder hier zum Viererpult. Da geht es, glaube ich, ein bisschen hoch her. Da sind wir richtig. Und da ist jetzt auch der Überholvorgang. Von Plattfuß. Wieder an Mr. Krabs. Mal gucken, ob Mr. Krabs jetzt nachsetzen will. Um wieder am Plattfuß vorbeizugehen. Jetzt die Kiste auf der Strecke halten und keinen Quersteher fabrizieren für Plattfuß. Jo, alles klar, dann können wir uns das nochmal angucken. Da geht Plattfuß an Mr. Krabs vorbei. Da geht er vorbei und geht auf Platz 6. Was macht Donitalia? Donitalia holt sich jetzt mal so ein bisschen Zeit raus. 1,1 Sekunden und wir gehen mal durchs Feld. So, Pavel, die 2 im Moment. Und Kaliber 50 von Nola Racing macht jetzt mal hier so auf dem Podiumsplatz 3. Alarm. Ich dachte schon, jetzt hängt er da gleich mal guten Tag sagen im Heck. Da kam er jetzt mal so richtig nah. Gucken wir mal bei ihm im Rückspiegel. Der Kaliber 44 ist weiter weg. Und Kaliber 50 übt Druck aus. Bleiben wir kurz hier in dieser Passage. Ob er dann in der... Geht ziemlich, ja, da spricht die Erfahrung. Oh. Und da geht er vorbei. Da hat Coach richtig auf den Radar geguckt. Stark gemacht. Warten wir kurz an, ob Coach wieder nachsetzen will. So, schnell gucken. Da sehen wir es. Das Coach enger gegangen, weil er wusste, dass Kaliber 50 neben ihm ist. Das heißt Radar. Ja, schade. Er muss leider zur Nachtschicht. Kann leider nicht teilnehmen jetzt mehr. Hat er ja auch geschrieben, haben wir gelesen. Wenn wir hier immer noch im Replay sind. Und dann... Gucken wir mal, was Kaliber 50, ob er jetzt Zeit nach vorne gewinnt. So, Donitalia. Dann Pavel. Dann Kaliber 50. Coach im Moment die 4. Das wird er auch, glaube ich, nicht versuchen abreißen zu lassen zum Podiumsplatz. Kaliber 44. Auf der 5 im Moment. Dann halt, sorry, Plattfuß ist auf der 6. Der den Krabs wieder überholt. Und dahinter ihm ist was los mit Doktor und Le Mans. Wenn wir jetzt mal beim Doktor sind. Da sehen wir es. Und da hinten ist Wayne auf Platz 10. Mal gucken, wie sie sich jetzt hier... Ja, gewinnt jetzt mit seinen Ästen Zeit. Mr. Crab 7. Doktor jetzt 8. Le Mans ist die 9. Wo ist er? Da kommt er. Und dann Wayne ist die 10. Dann ist Paddy die 11 im Moment. Wieder ein bisschen zurückgefallen. Mago die 12.
Tom Schack ist im Moment auf 13. Die 14 ist Juris Spielecke. Wenn Tom Schack nach wie vor dran ist an Mago, ich gucke natürlich auch da oben hin. Da müssen wir auch gleich hin. Das, oder gucken wir mal. Wir bleiben mal hier. Tom Schack im Zweikampf mit Mago. Bleiben wir mal bis zur Ende der Start- und Zielgeraden. Ja, macht dicht, ne? Macht, hat jetzt die linke Seite richtig dicht gemacht. Aber Tom Schack, jetzt kommt's drauf an. Bleiben wir kurz hier in diesem Zweikampf. Werden wir gleich wieder nach vorne gehen. Und Mago holt sich den. Jetzt hat Tom Schack die bessere Linie gehabt, aber Mago behauptet sich. Und Platz 14 kommt dadurch durch den Zweikampf hier zwischen Platz 12 und 13. Kommt für Spielecke auch näher. Was ist mit Tom? Wow, 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 wow. Da hat Tom Schack nach hinten geschlagen. Was ist da passiert? Geben wir jetzt keinen Schaden. Wir gucken mal. Gehen wir mal direkt, was da passiert ist. Kommt aufs Gras und dreht sich. Schade, schade. Augen zu und weiter geht's. Macht er auch. Kaliber jetzt in der Box. Kaliber 50. So, was machen die beiden hier? Don Italia holt sich immer mehr Zeit raus. Dann die beiden Triple X-Fahrer. Die drei Triple X-Fahrer auf 3, 4 und 5. Dann gehen wir auch direkt hier hin. Denn Mr. Krabs will an Doktor vorbei. Ist er jetzt auch. Oh, und da huscht Clément noch mit durch. Da haben wir es gesehen. Da ist Clément noch mit durchgehuscht. Da sehen wir die ganze Szene nochmal. Und da kommt Clément mit durch, weil Doktor da den Abflug nicht riskieren wollte. Und wir sind jetzt wieder in der Echtzeit drin. So, Doktor Plätze verloren, aber Clément setzt schon Mr. Krabs unter Druck. Pavel geht auch in die Box, die 12. Runde. So, da bin ich wieder. Gerade ein Sprachausfall. So, der nächste schneit rein. Clément jetzt an Mr. Krabs dran. Das sind wir. Da sehen wir es. Mal gucken. Der Tensor geht ja stärker durch die Kurven wie der Aston. Mal gucken, ob er ihnen jetzt auch näher kommt. Ja, kommt er ihnen jetzt auch. Alles auf Kante. So, und jetzt die Kurve vernünftig kriegen. Clément nimmt sie ziemlich eng. Und jetzt ist er wieder an Mr. Krabs dran. Während der Aston stärker ist in der Beschleunigung. Links-Rechts-Kombination. Und dann nochmal links-rechts. Und Clément holt Zeit auf. Jetzt geht's aufs Start und Ziel. Macht auch keine Anstalten, jetzt in die Box reinzugehen. Da sehen wir es mal genauer. Was Clément versucht. Oh, 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 oh. Das hätte jetzt auch mächtig ins Auge gehen können. Verliert jetzt auch dadurch durch den. Über den Curb, wie bei Laguna Seca. Da ist so ein Huckel. Da hat seinen Wagen zum Springen gebracht. Und verliert dadurch jetzt die Zeit zu Mr. Krabs.
Da muss Lehmann sich dann auch wieder ranarbeiten. 6,6 Sekunden zu seinem Teamkollegen Coach, weil Pavel ja schon in der Box war. Ist gut reifenschonend gefahren. 14. Runde sehe ich. Kann in Ruhe jetzt ein bisschen durchatmen. Oder hat er schon längst gemacht. Ist ja schon seit Runde 1 auf Platz 1. Hat sich dann Zeit verschafft, die er sich jetzt auch wieder verschafft. Ist Pavel auf Platz 11. Neue Reifen, neuer Sprit. Greift jetzt auch Jules Spielecke an. Geht jetzt auch vorbei. Und da hat man auch direkt gesehen, dass Fury Spielecke die Tür weit aufgemacht hat. Weil er weiß, Mensch, Pavel ist schneller. Mache ich auch immer so. Blockiere keinen, lass die Tür auf, dass man da vorbeigehen kann. Starke Aktion von Platz 11, Fury Spielecke. Schöne Geste. So, die haben alle hier neues, noch nicht. Tom Schack hat noch kein neues Kautschuk drauf. Mago aber. Und ich glaube, Don Italia macht, glaube ich, noch eine Runde. Schauen wir mal. Ja. So, dann gucken wir mal. Wer ist denn eng zusammen? Hier sind die beiden Teamkollegen, Coach und Plattfuß. So, Coach geht rein. Plattfuß gleich mit. Da hinten kommt Wayne um die Ecke geschossen. Wird natürlich jetzt das Feld erstmal wieder würfeln. Kaliber sieht man auch schon, die Reifen ganz schön runtergefahren. Wird dann gleich mit aller Wahrscheinlichkeit dann auch in die Box reinschneiden. Jetzt das Feld so ein bisschen auseinander, sehe ich. Aber Plattfuß, die 9. Plattfuß vor Coach rausgegangen. Der 11 ist der Doktor mit dran. Nämlich da. Ich muss immer zurückstellen, Mensch. Darf ich nie vergessen. Wir sind jetzt hier bei Noda Racing Doktor. Verliert ja schon Zeit auf die beiden. Aber schön rumlaufen lassen hier in der Kurve. Nicht schlecht. So, Don Italia geht in die Box. Mal gucken, ob Kaliber mit reingeht. Kaliber geht mit rein. Mr. Krabs geht jetzt auch rein. Okay. Die Führungsriege geht in die Box. Und das bringt Kaliber 50 jetzt erstmal auf Platz 1. Na, das kann ja noch interessant werden jetzt. 17. Runde schon. Schnellste Zeit im Moment hat er auch inne. Na, einer 1:16.32.7. Und ich gucke gerade auch mal, die Zeiten, die er fährt, sind konstant. Wenn ihr ab 13. Runde guckt, bis 16. Runde. Eine schöne konstante Rundenzeiten. Das macht es aus. Aber wir müssen hier hinschneiden. So, die waren nämlich alle in der Box und Mr. Krabs muss sich jetzt Kaliber wehren. Mal gucken, ob Le Mans drin war. Le Mans war drin. Werden wir uns da jetzt auf der Motorhaube mal gesetzt haben. Ich bremst aber auch spät. Während Kaliber mit dem Heck rutscht. Und wir gehen auch direkt jetzt wieder zum Platz 7. Ist im Zweikampf, nimmt diese Ecke aber auch ziemlich eng. So, links, rechts. Die drei hier eng zusammen. Da hinten kommt schon ein Vierter um die Ecke. Na, wo bleibt er? Da ist er. Das ist der Wayne.
Jetzt heißt es durchhalten, nicht nervös machen lassen. Der Fahrer von den Roadrunners. Und die beiden Teamkollegen Wayne und Magu sind da hinten. 10:11 sehe ich gerade, wenn hier Mr. Krabs jetzt mal eine lila Zeit hinlegt. Ja, hat ein bisschen Zeit geworden jetzt. Ich gucke, wer noch eng zusammen ist. Wir können bis auf die beiden Teamkollegen von Afterwork Motorsport, meine Teamkollegen natürlich. Ich sehe auch, dass mein Stream sich so langsam gefangen hat, meine Upload. Prima, okay. Konzentration weiter aufs Rennen, denn Kaliber ist dran. Kaliber 44 an Platz 6. Ne, an Platz 7, sorry. Hat er wieder nicht richtig geguckt. Aber ist noch nicht im Überholfenster. Mazda Atenza jagen ihn hier. 16 jetzt die immer noch die schnellste Rundenzeit. Mr. Krabs, was macht die Spitze? Kaliber 4,4 Sekunden, dann Pavel. Donital jetzt auf der 3. Hat Pavel sein Undercut genutzt, aber ich sehe, er hat weniger Sprit. Man sieht es bei Donitalia, was Donitalia mitgenommen hat. Plattfuß, jetzt hier auf der 4. Coach ist die 5. Doktor, die 6. Mr. Krabs am Fighten auf der 7. Kaliber 8. Le Mans ist die 9. Dann die 10. Mago mit seinem Teamkollegen hier. Auf der 11, Wayne. Paddy, die 12. Lewis Spielecke, die 13. Tom Chuck, etwas zurückgefallen jetzt. Um 2 Plätze, haben wir gesehen, durch seinen Quersteher, den er in der langen Kurve hatte. Wir sind in der 19. Runde. So langsam steuern wir auf die Hälfte des Rennens. Und was machen... Was macht Mr. Krabs? Ich sehe, ich habe gerade mal wieder meinen Stream gehakt, aber da sind wir auch schon wieder. Hat sich jetzt. Und Kaliber drückt. Drückt, drückt und nochmal drückt. Will jetzt auch vorbei. Zeigt sich deutlich. Und geht auch an Mr. Krabs vorbei. Mal gucken, ob Mr. Krabs gegenkontern will. Nein. Doch, hat sie. Oh, hat sich jetzt aber nochmal richtig gezeigt da, gerade eben. Und Kaliber setzt sich durch und gewinnt auch gleich Zeit. Wir haben uns den Überholvorgang jetzt nochmal angucken können. Da kommt die Szene. Im Replay. Jetzt bei der Links ist deutlich zu sehen. Jetzt will er vorbei und da ist er vorbei. Dadurch Kaliber jetzt auf Platz 7. Plätzetausch. Aber ich sehe, dass Mr. Krabs dran bleibt. An ihm. An Kaliber. Und ich gucke mal auf der Karte. Nicht, dass wir da irgendwas verpassen. Jetzt ganz eng zusammen. Was macht da hinten? Und Paddy ist an Mago dran. Hat Wayne ist vorbei an Mago. Und Paddy jetzt macht Druck auf Platz 11. Lass uns mal schauen, was Paddy jetzt anstellt. Da will er jetzt vorbei. Ooh!
ist das ein Disconnect von Kaliber 50? Oh Gott, ich würde schreien. Ich sehe es gerade. Oh, nein. Disconnect für Kaliber 50. Oder es weiß jemand, ist er noch dabei? Das ist jetzt ärgerlich. Dadurch Pavel auf der 1. Ey, jetzt würde ich... Oh. Das würde jetzt ein Spinnennetz bei mir auf dem Bildschirm geben. Also das würde... Oh. Ärgerlich. Kann ich nur jetzt dazu sagen. Ärgerlich. Schade, schade, schade. Für Kaliber 50. Dadurch Pavel jetzt auf die 1. Johnny Tali 2, aber mit Schmähsprit unterwegs. Pavel müsste dann eher rein. Aber wir sind jetzt in der Hälfte des... Die Hälfte des Rennens haben wir jetzt so gut wie vorbei. 23. Runde ist angeläutet. Und wir müssen weiter nach hinten. Hier hin. Mal gucken, ob es hier enger wird. Und da war noch was. Und Paddy geht vorbei, denn Mago hat eine Strafe. Schauen wir mal, was da passiert ist. Da hat man... Oh, 2,4 Sekunden. Dadurch kann Paddy jetzt vorbeiziehen. Hakt heute alles ein bisschen. Frage ich mich. Naja, wird wohl ein Ausritt gehabt haben, aber ich sehe auch keinen Schaden bei Mago. Paddy jetzt dadurch auf der 10. Und dann lasst uns mal durchs Feld gehen. Ja, schade, schade für Kaliber 50. Oder er ist noch dabei. Oder Kaliber sieht mich nicht mehr. Aber glaube ich nicht. So, Pavel auf der 1. Dann können wir auch gleich mal sehen, wer enger zusammen ist. Und Johnny Talia hier auf der 2. Holt Zeit auf. Zu Platz 1. So, Plattfuß. Jetzt im Moment auf der 3. Coach ist die 4. Der Doktor ist die 5. Kaliber ist die 6. Mr. Krabs ist die 7. Le Mans im Moment auf Position 8. Die 9 hat Wayne. Aber man sieht, einige haben mehr Sprit und einige haben weniger Sprit. So, Paddy, die 10. Flügelspielecke jetzt auf der 11. Die 12 ist der Tom Chuck. Und in der Box ist Mago. Ich sehe auch keinen Schaden. Wird gerade betankt. So, und es geht wieder raus. Und begibt sich jetzt wieder auf der Strecke. Und ist ja auch an der Zeit, dass Donitalia abknabbert. So, und Pavel geht jetzt in die Box, was Donitalia den ersten Platz und Plattfuß den zweiten Platz jetzt beschert. Hat vielleicht was mit Taktik zu tun. Mal gucken. Vielleicht ist es... Ich guck mal gleich, was Pavel für Sprit mit hat. Und wir müssen hier hin. Ein Schlag von Kaliber. Was Mr. Krabs wieder vorbeibringt. Und jetzt auf Platz 4. Das gucken wir uns jetzt nochmal in der Wiederholung an, was da passiert ist. Da kommt, geht Kaliber rum. Ja, kleiner Quersteher, dann in den Wandeinschlag, aber kein Schaden. Und Mr. Krabs nutzt die Chance, um vorbeizugehen. Da muss sich dann Kaliber jetzt wieder ranknabbern. Nicht schlecht, während Le Mans jetzt auf Platz 6 ist, aber die müssen ja alle nochmal rein. Das kann jetzt, glaube ich, nochmal zum Ende,
zum Ende des Rennens. Was macht Kaliber? Da bringt's noch Le Mans vorbei. Mensch, Kaliber, was machst du? Auf den wahrscheinlich zu früh Gas gegeben. Dadurch der Quersteher. Auf geht's. Wie sage ich immer so schön, Anlauf beginnt. Es sind noch genug Runden, um da nochmal was zu reißen. Während ich hier schon so langsam alles am Wackeln ist, hier oben bei mir auf dem Dachboden. Ich höre die Pfannen schon klappern bei dem Sturm. Wenn irgendwas abbricht, dann ist hier alles zusammengebrochen bei mir. Aber noch hält's. Gut. Jetzt hat sich das Rennen ein bisschen auseinander. Und Kaliber versucht jetzt wieder, sich ranzufahren. So, da bin ich wieder. Ach, ich wollte ja mal einen Schluck nehmen. Sorry, Leute. Gehen wir mal jetzt zur Nummer 7 hier, zu Wayne. Pavel jetzt durch seinen Boxenstopp, hat den halben Tank voll. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Ob es für den Rest des Rennens reicht, ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht sagen, will auch keine Prognose abgeben dafür. Paddy hier auf der 9. Donitalia jetzt auf der 1. Ja, schlägt sich sehr gut, Mr. Krabs, muss ich schon sagen. Macht, sag ich mal, wie sagt man das so schön, macht ein gutes Rennen heute. Nicht schlecht, hat sich schon gegen viele Zweikämpfe erwehrt. Durch den Austritt eben von Kaliber 44 hat Mr. Krebs sich den vierten Platz wieder zurückgeholt. Das mal zur Info. So, Plattfuß. Ich guck mal, wer ist denn hier so ein bisschen enger zusammen, wenn wir mal hier so ein bisschen durchs Feld hoppeln. Da kommen sie wieder enger zusammen. War Kaliber noch nicht entscheidend. Und da sehe ich was. Der Wayne, denn der Pavel nähert sich so langsam. Aber da brauchen wir noch nicht drauf gucken. Wir gucken mal weiter nach. Und wieder. Immer, ey. Immer, wenn ich auf irgendjemanden mal so raufgehe oder durchs Feld gehe, dann, wenn ich drauf bin, haben die Leute manchmal einen Abflug. Ja. Ich glaube, das mache ich nicht mehr. Das lassen wir jetzt mal bald. So, die 10. Ja, na, jetzt habe ich jemanden übersprungen, nämlich den Doktor. Da haben wir jetzt die Fuse-Spielecke. Und wir müssen hier hin. Wie ich gesagt habe, Pavel nähert sich dem Wayne. Wayne natürlich schon mit etwas abgefahrenen Reifen wie Pavel. Den Unterschied sieht er hier, ganz klar. Wenn ihr jetzt drauf, mal drauf geachtet haben, wir bleiben kurz hier. Um zu gucken. 29. Runde. Nach wie vor. Da hat jetzt aber kein Papier mehr zwischen gepasst. Wenn wir mal von oben gucken. Wie Pavel sich ranarbeitet und Zeit abknabbert, um an Wayne vorbeigehen zu können. Jetzt aufpassen. Nimmt Pavel, hat die Kurve jetzt auch ziemlich weit außen genommen, um den Schwung. Ja. Drückt jetzt auch Wayne drauf.
sorry. Muss gerade was machen, während die beiden hier im Zweikampf sind. Sorry wegen den Nebengeräuschen. So, jetzt bin ich wieder da. Sonst kann ich nämlich den Chat nicht lesen. Und Pavel geht, ist vorbei. Während ich hier was gemacht habe, da ist Pavel schon vorbei. Okay, sorry. Und wieder raus. So, Pavel hat es geschafft, jetzt an Wayne vorbeizugehen. Sorry, musste gerade was umstecken, sonst wäre was weg gewesen. Da brauchte was Strom. Und Pavel natürlich setze ich auch gleich ab. Ist in der Box drin. Lass uns mal nach hinten gucken. Da waren wir eben. Gucken wir mal, was die anderen machen. Marco jetzt hier auf der 12. Paddy war... Oh, Paddy mit der Zeitstrafe. 4,3. Was hat die sich denn geholt? Ja, da hat er sie schon. Ich dachte, wir können es noch im Replay sehen, während da jetzt einige in die Box reingeschneit sind. Jetzt heißt es aufpassen, denn ich glaube, so langsam werden sie näher kommen. Ja, Mr. Krabs müsste gleich reinschneiden. Limon, der muss auch noch mal rein. Kaliva, natürlich jetzt der Vorteil von Pavel. Ich habe die besseren Reifen und ich will an dir vorbei jetzt. Wenn die beiden jetzt hier im Zweikampf sind, neben morgen gerade mal so ein bisschen Gras auf, so ein bisschen Staub gemacht. Jetzt den Schwung holen. Und ich glaube, jetzt müsste der Angriff von Pavel kommen. Da geht Pavel auch schon vorbei. Stark gemacht. Können wir uns noch mal ganz kurz anschauen. Da geht er vorbei. Donnycalia ist in der Box. Und das wird Pavel jetzt auf Platz 1 bringen. Mr. Krabs geht auch rein. Und Kaliber geht auch rein. Und damit Platz 1 wieder. Aber ich sehe... Adam Riese bei Reifen 3, Sprit 3. Müsste Pavel nochmal rein in die Box. So, weiter geht's. Donnycalia. Jetzt mit... Oh. Versucht natürlich jetzt... Die Reifen sind noch kalt. Vorsichtig. Und Doktor hat es jetzt mit Coach zu tun. War Coach schon drin? Ja. Und Coach hat die besseren Reifen. Coach klopft bei Pavel an. Wir gehen mal direkt hin. Und setzen uns mal so hin. Jetzt kommt aufpassen. Oh, nicht schlecht. Wahnsinn. Das hat Couch jetzt richtig, finde ich, sehr gut gemacht. Das gucken wir uns nochmal an. Das war stark. Da geht er vorbei. Sehr stark gemacht, muss ich schon sagen. Aber ich schätze mal... Mal gucken, ob da Doktor dranbleiben kann. Nee, da holt Coach schon die Zeit raus. Werden wir jetzt mal hier zu Platz 7 gehen. Zu Le Mans. Ich sehe da gerade was.
wir das finden. Sorry, ich husch mal hier gerade so ein bisschen durchs Feld. Achso, das ist Coach und Doktor gewesen, die da jetzt eng zusammen sind. Alle anderen sind so ein bisschen weiter auseinander jetzt. Ich gehe auch mal gleich die Positionen durch. Hier immer noch auf Coach blicken. Dann gehen wir mal gucken. Da kommt Mr. Krabs jetzt lang. Die vier hier. Mr. Krabs, Lemon, Kaliber. Ich glaube, auf der neuen ist der Wayne. Richtig. Schauen wir mal kurz auf Lemon, ob Lemon sich Mr. Krabs nähert. Nee, verliert die Zeit. Kaliber. Mit einer Zeitstrafe war er ja unterwegs. Paddy genauso. Wir gehen mal zu Tom Chuck. Ob sie auch mal im Bild sind. Da ist viel Spielecke. Auf der 12 im Moment. Dann auf Paddy. Da sind wir jetzt bei. Der auch eine Zeitstrafe. Mago genauso. Ich hoffe, ich liege da jetzt richtig und sag dir nichts Falsches. Während ich jetzt mal den Teamchef Mago von der Afterwork Motorsport jetzt in die Box reingeht und wir gucken mal zu 1, denn Pavel müsste jetzt gleich in die Box gehen. Man sieht es an seinem Sprit. Don Italia hier würde dann die Führung übernehmen und ich glaube, der Sprit reicht. Es reicht für den Rest des Rennens. 35. Runde. Kaliber 50. Bestzeit noch nicht geschlagen. Plattfuß hier auf der 3 im Moment. Coach die 4. Nicht ausgemacht den Timer. Hättet ja auch mal was sagen können. Dass, hey, du musst den Timer da oben noch ausmachen. Und Krabs dadurch jetzt wieder auf der 4. Und ich glaube, das reicht. Der Sprit. Lemon ist ihnen jetzt so ein bisschen näher gekommen. Da hinten kommen Pavel und Kaliber um die Ecke. Und gewinnt auch wieder Zeit gegenüber Le Mans im Moment. Fällt jetzt so ein bisschen auseinander gesprengt. Während Kaliber versucht, an Pavel wieder ranzukommen. Jetzt ist schon eine Sekunde. Da hat Pavel, hat man gesehen, ziemlich weit rausgetrieben. Dann nähert er sich wieder, während wir da gerade eben Wayne gesehen haben. Bildet sich so langsam aber sicher ein Grüppchen.
Mal gucken, ob es Kaliber schaffen wird, an Pavel wieder ranzukommen. Und. Ich sehe da gerade was. So, noch weiter nach hinten. Nehme ich hier hin. Mago auf der 13. Tomczak ist die 12. Kommt den Furys Spielecke näher. Da sind wir im Moment bei. Auch bei sehe ich Triple X Lackierung. Also jetzt vier Fahrer. Nummer 1, 2, nein, 5 Fahrer von Triple X in Liga 1. Don Italia mit 7,5 Vorsprung, dann Plattfuß. Drei Triple X-Fahrer auf den Podiumsplätzen. 38. Runde. Da ist Mr. Krabetz auf der 4. Hat sich wieder so ein bisschen Luft verschafft, sehe ich gerade, obwohl die Zeit jetzt auch fällt. Ich schätze mal, Le Mans wird da auch noch Druck machen. Wird jetzt nochmal treiben, seinen Wagen. Sein Atenza. Bernd Pavel versucht, nach vorne zu kommen. Ja, ich hab gerade geguckt, ob er da Zeit aufholt zu Le Mans. Die 30. Runde wird jetzt angeläutet. Wir kommen in die Endphase des Rennens. Da haben wir auch mal so richtig den Schriftzug The Roadrunners gesehen. Aber es nähert sich Pavel. Da ist er. Gerade mal Rückspiegel geguckt. 1,6 Sekunden ist Kaliber weg. Hier ist jetzt auch auf eine lila Zeit, also macht er mächtig Dampf. Hat jetzt auch schon mächtig Zeit aufgeholt gegenüber Le Mans. Mal gucken, wie er die Kurve kriegt. Er geht ganz nach außen, um dann wirklich den Schwung mitzunehmen. Und da ist er auch schon so gut wie dran an Le Mans. Und da hätte er es aber beinahe komplett versemmelt. Da kommt die Szene nochmal. Will vorbei. Später gebremst. Fast seinen Wagen ins Gras gesetzt. Hat er aber nochmal gerettet. Jetzt muss er nochmal anfangen. Und das hat Kaliber wieder ein bisschen näher gebracht. Runde. Noch 6. Nee, mit der 7. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, während Don Italia immer mehr Zeit gewinnt. Drei Triple X-Fahrer seht ihr selber auf den ganzen Podiumsplätzen. Mr. Krabs auf der 4. Immer noch 1,3 Sekunden jetzt. Sprit sollte reichen. Kommen die anderen. Ich sehe gerade, die anderen Rennen sind durch. Ich sage, hier wird schon gepostet. Die Ergebnisse. Während wir hier noch durch die Verzögerung, was ja immer passieren kann, ist das erste Rennen. Da gibt es immer diese, wisst ihr selber, wird sich dann alles im zweiten und dritten Rennen wieder alles normalisieren. Hauptsache, es geht los.
Und Le Mans kommt jetzt Mr. Krabs näher, der gerade so ein bisschen den Quersteher hatte. So, wollen wir jetzt mal hier nichts verpassen in der Endphase des Rennens. Wayne ist die 8. Doktor die 9. Paddy jetzt auf der 10. Und da ist Flügelspiel-Ecke und Tom Chuck ist dran. Wer ist denn die 13? 13 haben wir nicht mehr. Wer ist denn da weg? Laut meiner Meinung dürften nur zwei raus sein. Aber naja. Wenn, dann habe ich das jetzt nicht mitgekriegt. Und Le Mans hat den Pavel jetzt wieder hinten dran. Im Schlepptau. Bleiben wir kurz hier. Ich sehe da noch einen Zweikampf. Und Pavel deutet an, ich will vorbei. Geht auch vorbei. Und Le Mans versucht natürlich jetzt hier zurück zu kontern. Sich den Platz zurück zu erobern, was er nicht schafft. Bleiben wir noch kurz hier, bevor wir das Replay einblenden. Den Überholvorgang von Pavel. Ob Le Mans da wieder zurücksetzen kann, um nochmal einen Angriff zu starten. So, da kommt jetzt nochmal der Überholvorgang. Wo Pavel auf der 5 geht. So, und wieder schnell hier zurück. Denn Le Mans lässt nicht noch... Du recht, wo ist Marco? Ja, Hebi, hast recht. Marco ist weg. Hat er sich in Luft aufgelöst oder was? Oder ist er noch dabei? Ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls keinen Disconnect gesehen. Was macht denn der? Ein Ghost-Modus? Ich weiß es nicht. Oder hat das jemand mitgekriegt, dass er da aus der Lobby raus ist oder auf unerklärliche Weise verschwunden ist? Ist ja ein Ding. Naja. Heute wundert mich gar nichts mehr. Ja, das weiß ich, Kaliber. Schade, schade, Kaliber 50. Schade, schade, schade und nochmal schade. Mensch. Aber Mago hat sich aufgelöst. Gut, jetzt Konzentration. Mr. Krabs hier auf der 4. Hat noch 3 Runden und Pavel kommt. Na, drückt jetzt so langsam, aber sicher. Da ist, glaube ich, der Drops noch nicht gelutscht. Ja, hat man gesehen. Pavel ist auf Vier-Stop-Strategie unterwegs gewesen. Band Donny Talia, glaube ich, auch auf 3. So, Pavel ist dran. An Mr. Krabs. Nola Racing gegen The Roadrunners. 43. Runde. Läuten jetzt beide die für sich die 44. Runde, also noch 3 Runden. Und durch geht's. Aber Kaliber, deine Bestzeit steht noch. Die hat noch keiner geknackt. Oh, jetzt sinnig. Jetzt ruhig Blut. Ich glaube, Mr. Krabs wird jetzt schwitzen. Und da Le Mans, sehe ich, sich auch langsam nähert. Weil die beiden hier im Zweikampf sind. Ich guck mal auf der Karte. Nichts, dass wir da irgendwas verpassen. Ich guck mal. Ja, wir können hier bleiben. So, und jetzt holt Pavel sich wieder den Schwung. Außen, eng und den Schwung. Ja, sieht man auch, ne? Stoßstange an Stoßstange und vorbei. Die Aktion hat er schon ein paar Mal gemacht, aber diesmal reicht zum Schwung nicht. Aber er zeigt sich. Jetzt sinnig, jetzt vorsichtig, gut gemacht. Ein bisschen am Heck geküsst, ist nicht schlimm, ist Race. Und Mr. Krabs hat sich erwehrt.
Und Le Mans spielt aber so langsam, aber sicher mit. Er kommt den beiden näher. Jungs, ich muss aufpassen. 45. Runde. Wie weit ist Tonitalia weg? 18 Sekunden. Da hatte Le Mans so einen kleinen Fahrfehler. Jetzt wird Pavel wieder warten. Und da ist aber Le Mans schon wieder dran. Noch nicht ganz. Alles. Scheiße Position hier. So, da hat er sich wieder ein bisschen Zeit. Hab ich wieder was verpasst? Jetzt habe ich wieder was geguckt. Was hat Pavel gemacht? Warum ist Pavel jetzt weg? Oh, ey, Alter, bin ich blind oder was? War ich jetzt im Moment gerade Nachricht gesehen, dass Marco was geschrieben hat? Habe ich mich gerade drauf fixiert, sorry. Jedenfalls Pavel jetzt durch einen Fahrfehler wahrscheinlich. Und die letzte Runde ist angeläutet. Jetzt auf Platz 6 zurück. Und Mr. Krebs muss sich jetzt Le Mans erwehren. Aber er holt sich ein bisschen Zeit. Wo ist Donitalia? Nicht, dass wir den Zieleinlauf hier verpassen. Hat einen halben Dreher. Danke dir, Kaliber. So. Donitalia ist auf den letzten Metern. Das müsste für Mr. Krebs reichen. Ja, das müsste reichen. Wenn Donitalia. Ja, die fahren gemeinsam drüber. Platz 1, Platz 2, Platz 3. Alles Triple X-Fahrer. Donitalia, Plattfuß-Coach. Was für ein tolles Bild. Und da hinten kommt er schon rumgedänzt. Da. Platz 4. Mr. Krebs, 5. Le Mans, Pavel, 6. Noch durch seinen Ausritt. Jetzt aber schnell zu Wayne. Da kommt Wayne als 7. übers Ziel. Kaliber ist die 8. Hat auch so kleine... Ausritte Doktor, die 9. Dann zur 10, da kommt Paddy. Komm, mein Guter. Platz 10, Paddy. Halt. Hat er wieder eine Tasse zu viel gemacht? Oh Mann. Wenn man lang nicht streamt, frühe Spielecke. Die 11. Die 12 ist Tom Schack. So, da seht ihr das Ergebnis. So, jetzt mache ich mal ein Pröppeln in den Ohren. Mago ist noch in der Lobby. So, das Rennergebnis. So. Versuchen wir mal ein paar zu kriegen. Kleinen Moment. Versuchen wir mal ein paar in die Party zu kriegen. So, Party starten. Na, krieg ich's hin, Mann. So, zusammengespielt. So. Mr. Krebs holen wir natürlich. Pavel. Plattfuß, Donitalia. Den Coach. Kaliber. So, die 4 hole ich mir mal rein. Ich hole den Doktor auch noch mit rein. Mal gucken, wer kommt.
So, ich habe ein paar eingeladen. Mal gucken, wer reinschneit. Muss ich natürlich gucken. Warten wir mal kurz. So, machen wir alles ein bisschen lauter. So, dann zeige ich euch das Rennergebnis. Mal gucken, wer reinschneit. Ich habe jetzt jedenfalls was aufgemacht. Don Italia. Hi. Plattfuß kommt auch reingeschneit. Grüße euch. Glückwunsch. Wie geht's? Danke. Glückwunsch. Danke, danke. Stark gemacht. Danke. Ganz kurz vorab, als Host hier muss ich ganz kurz mich entschuldigen an alle, die da mir ausgeliefert waren heute Abend. Ich habe da im Pausenmenü wollte ich eigentlich verlassen drücken und dann ist ja direkt der Verlassen-Button oder bei weiter direkt nebendran Rennen starten. Oder ja, der ist normalerweise dort an der Stelle, wo der Chatpunkt ist und da hat's dann, ja, da habe ich das Rennen müssen starten und hatte kein Screenshot vorher gemacht, wer wo gelandet ist. Das wollte ich ja danach machen. Boah, ja, das war noch frisch. Das war total Chaos, ey. Tut mir leid, falls ich irgendjemand die falsche Startposition dadurch gegeben habe. Ich denke, wir haben uns alle bemüht, da irgendwas richtig noch zu machen. Ich denke mal, das war fast korrekt alles. Ja. Kommt nicht mehr vor, Jungs. Tut mir leid. Es sind die Saison. Das ist das erste Rennen, da passiert das. Ja. Das ist einfach so. Passiert was. Es war jetzt nicht so extrem. Es war ja auch da nicht falsch Aufstellung. Und das ist okay. Schade für den Schritt, finde ich, dass er dann wegen zeitlich dann nicht mehr konnte. Ja. Schade. Ja, und für Kaliber. Kaliber 50 schreibt gerade im Chat: einmal der Plattfuß Horst, schon fliege ich raus. Ja, schade für ihn. Aber ich denke mal, seine Strategie wäre nicht aufgegangen. Mit drei Boxenstopps. Sorry, tut mir leid, Kaliber. Ja, geworden, doch. Der falsche 50er. Ja. Tut mir leid, das war keine Absicht. Ja, schade, dass wir sowas will ja keiner sehen. Ja. Ihr drei auf Podiumsplätzen. Ja. Triple X, Triple Podio, alle drei Podest. Das hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Können wir uns anfreunden? Nein. Nein, es wird schwer, aber das haben wir mal genossen, ja. War schön, ja. Seid ja auch noch zu dritt über die Ziellinie gegangen. Aber ich muss auch sagen, eine starke Vorstellung auch von Mr. Krabs. Der war in den Zweikämpfen auch sehr, sehr stark verwickelt und hat sich da richtig gut durchgesetzt. Also ist zu Recht auf Platz 4. Ich freue mich schon auf die Wiederholung gleich. Ja, also ich hatte auch ein paar Schwierigkeiten. Mein Stream hat so ein bisschen gespackt, aber naja, im nächsten Rennen wird wieder alles besser. Willow wird interessant. Da ist kein kleiner Fehler, weil dann bist du irgendwo... In der Walachei. Walachei irgendwo in der Wüste. Im Sandkasten kannst du aussuchen. Sahara landest du direkt auf dem Weg nach Hause machen, ja, wenn du da auffliegst. Ich liebe Willow Springs. Ja, was war das für ein Caster? Kurz nach dem Quali-Ende ist dann noch jemand über die Linie geballert, weil ich jetzt gehört habe, einmal Kaliber noch vor und dann doch nicht. Was war denn da? Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht mitgekriegt. Es scheinen aber, sagen wir mal, es höflich über tausendstel Sekunden gewesen zu sein. Oh, schade. Shit. Aber das es hat also keiner irgendwie Stress gemacht oder sonst irgendwas. Nein. Nur die Zeit, also hat er glaube ich. Er selber hat ja geschrieben, dass ob die jetzt zählt oder nicht. Dann hat Marco geschrieben, so, ne, das war drüber irgendwie, keine Ahnung. 0,6 oder so hat er geschrieben, ja. Er schreibt auch gerade im Chat, Kaliban, das war ich, war 0,3 zu spät. Das ist echt scheiße. Aber generell wegen dem Disconnect richtig scheiße. Also, zu spät ist es leider zu spät, ja. Ich hätte echt gerne gewusst, ob die Taktik aufgeht. Aber ich muss mal ganz übel was noch was anmerken. Ich finde es ganz krass, dass wir jetzt hier so viele neue Autos haben und das macht so Bock, da durch das Feld zu fahren. Das ist also nicht mehr Einheitsbrei mit Corvette und Aston. Ey, finde ich klasse. Ja, und ich habe halt OP Aston. Ja, und OP Dino im Auto. Es ist siebenmal der Aston gewählt. Irgendeiner muss ja OP sein, also. Ja. Obwohl, ich muss sagen, Kaliber 50 war sehr gut mit dem BSR unterwegs.
Ja, der geht auch gut da. Ja, mich hätte nur mal interessiert, wie es ausgekommen wäre hinten raus, wenn er den dritten Stop hätte müssen machen. Wo er da rausgekommen wäre. Wenn ich mir jetzt Pavel angucke, der lag ja auch super weit vorne und hat dann den letzten Stop müssen machen und ist dann wirklich irgendwo im Verkehr rausgekommen. Das ist ja richtig übel dann. Ja, aber guck mal, Kaliber war jetzt zum Beispiel, wenn der jetzt nicht rausgeflogen wäre, der war mal gerade 5 Sekunden oder was vor Pavel. Ich sag mal so, wenn unser Kaliber dabei geblieben wäre, ja, wir wären 1, 2, 3, 4 geworden. Vielleicht irgendwo der falsche 50er, irgendwo zwischen 2 und 3 vielleicht. Ich denke, der hätte mich fast gekriegt. Er hat euch doch einen nach der Reihe direkt überholt, Alter. So ja, aber der ist gar nicht weggefahren von mir, der war nicht schneller. Ich war doch ganz egal, aber er kam direkt an euch vorbei. So, und das zählt, also ich habe Pavel eingeladen. Aber? Pavel kommt nicht. Leider nicht. Hat sehr Zeit. Pavel, mein Freund, falsche Strategie. Aber saustark bis dahin. Ja. Aber auch, was ich auch sagen muss, die Zeiten in der Quali, das war, Pavel war auf einer 15er unterwegs. Das muss man sich mal ziehen. Ja, ne? ja, war möglich, ja. Ja. In meinem dritten Platz bin ich gefahren in die dritte Runde hintereinander, weil ich hatte so Pech gehabt. Ich bin dreimal rausgefahren, ich hatte in Kurve 1 jemand und da war meine Zeit, erste Sektor, 13. rot, dreimal. Und dann habe ich am Ende einen gefahren und dann, wenn ich jetzt reinfahre, habe ich gesagt, bringt das nichts mehr. Mhm. Dann bin ich 3 Runden gefahren und das war dann die dritte, die ich dann die Bestzeit gefahren habe, meine Bestzeit. Normalerweise ging da einiges mehr, aber gut. Kann man Pech haben. Gut, ihr Lieben, schön, dass ihr hier reingeschneit seid. Ja, danke schön. Schade, dass keiner dazugekommen ist. Aber gut, ja, ich habe sie wirklich viele eingeladen, also wirklich. Ja, okay. Ja, nicht schlimm. Mago ist spurlos verschwunden, das weiß ich auch nicht, wo er dann geblieben ist. Ja, der am Ende war, glaube ich, ja gar nicht mehr durchs Ziel gefahren. Irgendwas war da. Er hatte auch eine riesen Zeitstrafe, glaube ich. Okay. Ja, ich lese gerade. Ich habe Lauter auf den falschen Startplatz gesetzt. Also ich tut mir nochmal an der Stelle nochmal extrem leid, weil wir haben da mit jemand versucht, das, keine Ahnung. Also ich habe den, glaube ich, auf 8, glaube ich, gesetzt. Ich wusste aber nicht, wo er denn jetzt rauskam. Wo war er? Ich weiß nicht, wo er zum Schluss war. Jeder hat irgendwas reingeschrieben. Wir haben das versucht zusammenzuklappern. Margot hat geschrieben, ich war da. Achso, nee, wen war woanders? Stimmt. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Ja, übelst. Also, ja, tut mir leid, kommt nicht mehr vor. Auf Discord kurz diskutieren. Ja. Ey, Jungs, ich wünsche euch schönen Abend noch. Ja, aber nochmal Glückwunsch an euch drei. Unser Kaliber ist auch schon mal derbe daneben gegangen, weißt du noch? Eine Saison. Ja, Kaliber hat den Ausritt, der ist einmal in die Wand rein. Ja, leider. Ist sonst gut mitgefahren. Ja, der war gleiches Tempo nochmal, ja. Dürfen wir auch nicht vergessen, hier unser Debütant Fury Spielecke, der ja, auch. Genau. Elfter Platz. Immerhin. Ja. Okay, so, dann bis zum Gut. So. Das war's. Ja, okay, macht es gut. Habt noch einen schönen Abend. Ebenso. Danke sehr. Danke, bitte, bitte. Danke, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich mal die Party verlassen. So. Tja, erste Rennen vorbei. Schön, dass ihr hier reingeschaut habt, obwohl alles so ein bisschen heute gehakt hat im ersten Rennen. Ich hoffe, das ist nächste Woche behoben. Wir sehen uns in der ersten Liga, also in Big Willow. Sag ich nochmal dazu, meine absolute Lieblingsstrecke. Die liebe ich, die Strecke. Fahre ich sehr gern. Ja, da hören wir uns, sehen wir uns wieder und schreiben wieder. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt in meinen Stream. Ich wünsche euch dann noch einen guten Abend.